Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zur Münchner Runde. Ein Reizwort und sein Geburtstag. Hartz IV feiert in diesem Monat 5 Jahre Geburtstag. Doch man hat den Eindruck, so richtig zum Feiern ist keinem zumute. Es scheint so, als ob es sich um eines der unpopulärsten Gesetze der Nachkriegsgeschichte handelt. Die einen sagen, beklagen, Hartz IV macht arm, und die anderen polemisieren, Hartz IV macht faul oder unterstützt die Faulheit zumindest und richtige Arbeit lohnt sich nicht mehr. Auf jeden Fall, das scheinen wir festzuhalten, ist das Ganze eine Riesenbaustelle und an der wollen wir heute gemeinsam arbeiten, und zwar mit diesen Gästen. Nikolaus Blome von der Bild-Zeitung versteht die Menschen, die 40 Stunden schuften, Steuern zahlen und sich denken, warum soll ich mir das weiter antun, wenn es mit Hartz IV doch fast genauso viel gibt. Das denkt sich offenbar auch Arno Dübel, seit 30 Jahren arbeitslos und Hartz-IV-Empfänger. Er sagt, Hartz-IV ist gutes Geld, warum soll ich also bitte arbeiten gehen? Ursula Engelin-Käfer, lange Vizevorsitzende des DGB, hält nichts davon, Hartz-IV-Empfänger zur Arbeit zu zwingen. Stattdessen fordert sie die Politik auf, verbessert die Förderung und sorgt für sinnvolle gemeinnützige Tätigkeiten. Der frühere BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel meint, durch mehr Druck auf Arbeitslose entstehen keine neuen Arbeitsplätze. Das muss die Wirtschaft regeln und braucht dafür mehr Spielraum. Herr Dübel, Sie sind seit 30 Jahren arbeitslos. Sie haben neulich das Jubiläum sogar gefeiert und das auch stolz erzählt. Ja. Was gibt's denn da zu feiern? Ja, 30 Jahre arbeitslos, nicht? Das kann mir keiner so schnell nachmachen. Was ist der Grund zu feiern? Na, arbeitslos zu sein und trotzdem mein Geld zu kriegen und trotzdem noch auch dabei gut leben. Das klingt so ein bisschen nach, Sie machen all denen eine lange Nase, die dafür aufkommen. So Edge-Badge. Na, nicht lange Nase, aber so ist richtig, also. Können Sie nicht arbeiten oder wollen Sie nicht? Ich will nicht. Warum nicht? Ich sehe das nicht mehr ein. Warum? Warum soll ich noch arbeiten? Damit andere sie nicht unterstützen müssen. Och, die machen es wohl gerne, nicht? Sonst würden sie ja streiken. Und das tun sie nicht. Also. Und sonst würden die streiken, machen ja, sie. Denke ich mal. Also Sie wollen ein bisschen provozieren. So, nach dem Sinne, ja. Und ich schiebe das schön raus. Und das ist mir immer gut gelungen, 30 Jahre lang. Wie Ihnen das gelungen ist, das verraten Sie uns vielleicht später, Herr Blome. Nun ist sicherlich der Herr Dübel, ja, der bringt uns einerseits zum Lachen, auf der anderen Seite so. Nee, lachen ist es nicht. Aber zum Heulen aber auch nicht. Nein, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Aber rückt das nicht die Leute, die Hartz-IV-Empfänger, die wirklich arbeiten wollen und sich händeringend darum bemühen, alle letztlich in ein schlechtes Licht? Nee, das glaube ich nicht. Also das ist ein Exotendasein, erkennbar. Ich finde es ein bisschen viel Gratismut. Wäre mal gespannt, ob Sie das draußen, da stehen ja eine Reihe Polizisten hier in Berlin und beschützen gerade einen Staatsbesuch, ob Sie das ja auch vor einer Reihe von Polizisten stehen, die bei minus 15 Grad für 2.300 Euro arbeiten und sie mitfinanzieren. Ob sie dann noch die lockere Lippe riskieren, weiß ich nicht genau. Können wir ja nachher mal ausprobieren. Was würden Sie da sagen? Nehmen wir das doch gleich mal auf vor den Polizisten. Ja, doch kann ich nur sagen, die haben selber Schuld. Die haben auch Familie vielleicht, die müssen es tun. Ich lebe alleine. Ich brauche es nicht. Die haben Familie, die wollen in Urlaub und alles drum und dran. Ich nicht. Also warum soll ich mir den Kopf machen? Frau Engelin-Käfer, Sie vertreten als langjährige Gewerkschaftsfrau die Interessen derer, die sozial benachteiligt sind in dieser Gesellschaft, Menschen, die von wenig Geld leben. Was meinen Sie, geht nicht vielen irgendwie das Messer in der Tasche auf, wenn die sowas hören? Sie schmunzeln, aber... Also ich wollte zuerst mal sagen, dass ich beide Seiten vertrete. Sowohl diejenigen, die die Transferleistungen beziehen oder vor allem beziehen müssen. Viele müssen sie beziehen, die meisten müssen sie beziehen und diejenigen, die sie aufzubringen haben. Das sind nämlich diejenigen, die die Arbeit leisten und die Beiträge und die Steuern zahlen. Und mich wundert zuallererst mal, wir haben doch ein Gesetz, dass praktisch jede zumutbare Arbeit angenommen werden muss, wenn man weiterhin Leistungen beziehen will. Was ist denn da passiert bei Ihnen? Nein, was ist denn da passiert bei Ihnen? Nee. Lassen Sie es selber auspacken. Da gehen wir jetzt hier, da gehen aber die Schuhe auseinander. Ja. Nein, wir müssen nicht alles annehmen.
Das müssen wir gar nicht. Was zumutbar ist, habe ich gesagt. Was zumutbar ist. Und was ist Ihnen denn angeboten worden? Und wenn Sie sind 30 Jahre arbeitslos. Das sage ich Ihnen glatt und schier. Da haben die mir mal geschrieben, wirklich, von der AG, sowieso bla bla bla, und dann soll ich eine Arbeit annehmen, Straßenfegen, machen Sie sich mal einen Begriff. Was ist denn Ihr Beruf, was haben Sie denn gelernt? Maler und Tapezierer. Und da gibt es doch viele Tätigkeiten, ja, überall sucht man Maler und Tapezierer. Darf ich ja nicht mehr ausüben, darf ich nicht mehr ausüben. So, da freuen Sie sich drüber, da freuen Sie sich auch drüber. Auch gesundheitlich nicht, oder? Wegen der Kratze oder so. Da gibt es ja andere Tätigkeiten, die Sie Moment, machen können. Moment, nicht? Ich bin ja gar nicht fertig. Lassen Sie mich doch mal ausreden. Ja? So, und da haben die mir geschrieben von AGE, hier, weil sie gerade sagten, zumutbare Arbeit. Ja, kann ich machen. Straßenfegen. Bei jedem Wetter. Ich bitte Sie, bei Regen und bei Sturm soll ich hier draußen mir die Kälte holen, krank werden. Wie ist ich das bin doch hier. Nö. Wo sind wir denn? Und man hat bei Ihnen, jedem Wetter, man hat Ihnen die Leistungen, man hat Ihnen die Leistungen nicht eingeschränkt oder gestrichen. Also das ist Nein, aber nach das dem ist Gesetz eine erforderlich. Unzumutbare Arbeit und das kann man einem Menschen nicht zumuten. Bei jedem Wetter machen Sie sich bitte mal einen Begriff. Ja, was machen Sie denn? Was machen denn diejenigen, die bei jedem Wetter raus müssen? Ja, was machen die sind aber auch vielleicht ein bisschen besser bepackt, nicht? Ich bin ja nun nicht mehr. Nicht derjenige, der welcher. Aber ich glaube, wir können uns ziemlich schnell darauf einigen, dass das nicht repräsentativ genau, ist. Genau, genau. Also das ist mir jetzt auch wichtig. Das bedient die Vorurteile. Nein. Ja, in einer Form, ich nehme doch nicht jede Arbeit an, die das bedient die Vorurteile gegenüber Hartz-IV-Empfängern, denen man nachsagt, und das ist die aktuelle Diskussion im Moment, und damit nehme ich auch Sie mit ins Boot, Herr Henkel, denen man nachsagt, dass sie sich es ganz gemütlich und ganz bequem einrichten in Hartz-IV. Aber stellt man da nicht in der jetzigen Diskussion, so wie die abläuft, irgendwie eine ganze Gruppe unter Generalverdacht, Herr Henkel? Naja, das tun Sie, indem Sie Herrn Dübel hier einladen und die Gelegenheit geben, alle Leute, die sich um einen Arbeitsplatz bemühen, sozusagen unter Generalverdacht zu stellen. Darf ich kurz einhaken? Wir werden auch Partei für die anderen ergreifen. Naja, und wir sagen immer wieder, dass Herr Dübel nicht repräsentativ ist. Ja gut, wir sagen das, aber dann sollte er auch nicht eingeladen werden. Im Übrigen ist mir aufgefallen, das glaube ich nicht das erste Mal, Sie scheinen auch noch einen kleinen Nebenjob zu haben, nicht? Also Sie können ja, wenn Sie so weitermachen, werden Sie demnächst in deutschen Talkshows Stammgast werden. Und also man sieht ja schon daran, das hat ja Herr Blome und Frau Engeling-Käfer auch schon gesagt, er ist nicht repräsentativ und wir sollten es dabei mal belassen. Aber was wir vermuten, es gibt keine belastbaren Statistiken, es gibt tatsächlich einen gewissen, ich möchte mal sagen, Bodensatz von Leuten, die Hartz IV ausnutzen. Und sich nicht bemühen um einen Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, wo der Prozentsatz liegt. Ich glaube, der damalige Arbeitsminister und ihr ehemaliger Parteikollege Wolfgang Clement hatte das mal mit ca. 20% beziffert. Ich glaube, dass Herr Gerster, der damalige Chef der Arbeitsbehörde, gesagt hat, das könnte 15 bis 22 sein. Es ist wohl eine Zahl. Und wir wissen auch, dass viele Hartz IV Anträge zurückgenommen werden, wenn man sagt, so jetzt wollen wir dir mal einen Arbeitsplatz besorgen. Und dann verschwinden die gleich wieder. Also es gibt das Phänomen, wenn auch nicht, wenn auch, ich möchte mal sagen, das nicht das Hauptproblem unserer Gesellschaft ist. Aber es ist nicht, eins. Aber dieses Problem, das unbestritten ist, das existiert, hat ja mit unter anderem dazu geführt, dass jetzt die Diskussion geführt wird, was soll man mit diesen Menschen machen? Bei Ihnen ist offenbar Hopfen und Malz verloren, sie wieder zur Arbeit zu bewegen. Aber nichtsdestotrotz, die Diskussion, sie geht in die Richtung, soll man diese Menschen zwangsverpflichten, dass sie wieder arbeiten? Wie hilft man ihnen da auf die Sprünge? Wir haben eine Umfrage gemacht in Bayern. Sollen Hartz IV